Egal ob der Mauna Kea, der Eyjafjallajökull oder der Yellowstone, diese krass großen Vulkane sind nichts gegen das, was tief im Pazifik schlummert. Ein Supervulkan unter Wasser, der alle bisher bekannten Ausmaße sprengt. Bleibt unbedingt bis zum Ende dran, denn heute tauchen wir ab in die Tiefen des Pazifiks und entdecken den größten Vulkan der Welt, die Apolaki Caldera. Herzlich willkommen, Leute. Vulkane haben mich schon immer fasziniert. Diese brodelnden Berge, die jederzeit ausbrechen und ganze Landstriche unter Lava und Asche begraben können. Und dann gibt es dann auch die Supervulkane, gigantische Magmakammern, die beim Ausbruch einen ganzen Kontinent verwüsten könnten. Der Yellowstone in den USA ist wohl der bekannteste Vertreter dieser Kategorie. Aber was wäre, wenn ich euch sage, dass es da draußen, mitten im Pazifik, etwas noch viel Größeres gibt? Etwas so Gewaltiges, dass selbst Yellowstone dagegen wie ein Sandkastenvulkan aussieht. Bevor wir aber den Schnorchel aufsetzen und in die Tiefen des Pazifiks abtauchen, lasst mir doch direkt mal ein Abo da und aktiviert die Glocke. So verpasst ihr kein neues Video mehr und helft mir, mein Ziel von 300.000 Abonnenten zu erreichen. Es fehlen gar nicht mehr viele. Danke, Leute. Aber jetzt Taucherbrille auf und ab in den Pazifik. Stellt euch vor, ihr seid Wissenschaftler und untersucht gerade Unterwasserkarten des philippinischen Meeres. Ihr scrollt durch die Daten, alles sieht normal aus, bis ihr plötzlich eine seltsame Struktur entdeckt. Eine riesige kreisförmige Struktur, größer als alles, was ihr je gesehen habt. Genau das ist der philippinischen Meeresgeologin Jenny Ann Barreto und ihren Kollegen passiert. Sie untersuchten Aufnahmen des Meeresbodens östlich der Philippinen und stießen dabei auf etwas Unglaubliches. Eine Caldera mit einem Durchmesser von sage und schreibe 150 Kilometer. Zum Vergleich, die Caldera des Yellowstone misst nur 60 Kilometer im Durchmesser. Die neu entdeckte Struktur ist also mehr als doppelt so groß. Barreto und ihr Team tauften sie auf den Namen Apolaki, nach dem philippinischen Gott des Feuers und der Sonne. Und glaub mir, dieser Name ist mehr als passend für einen solchen Giganten. Bevor wir aber genau erfahren, was Apolaki ist und wie gefährlich er werden könnte, klären wir erstmal, was eine Caldera überhaupt ist. Stellt euch dafür mal einen Vulkan vor, der so gewaltig ausbricht, dass seine gesamte Spitze einfach in sich zusammenfällt. Was übrig bleibt, ist ein riesiger Krater. Das nennt man dann Caldera. Es ist sozusagen die Narbe, die ein Supervulkan hinterlässt, wenn er richtig Gas gibt. Schreibt mir mal in die Kommentare, welche Calderen ihr schon auf der Welt gesehen habt. Würde mich sehr interessieren. Bevor wir uns dieser Riesen-Caldera widmen, ganz kurzer Tipp von mir für die Weihnachtszeit. Wisst ihr, was heißer ist als die Magmakammer unter der Apolaki-Caldera, die neuen Adventskalender von Holy? Sie bringen dieses Jahr nicht nur einen, sondern gleich zwei explosive Kalender auf den Markt. Für alle Neuankömmlinge im Krater, Holy Energy ist mein Lieblings-Energy-Drink. Warum? Kein Zucker, kein Taurin, keine künstlichen Zusätze, nur pure, unverfälschte Energie. Es ist, als hätte man plötzlich die Energie eines aktiven Vulkans in sich. Allerdings ohne die Verbrennungen. Jetzt die eigentliche Eruption, der Holy Probier Adventskalender. 24 Türchen voller verschiedener Holy-Sorten plus eine limitierte Glasflasche. Perfekt, um das ganze Sortiment zu erforschen wie ein Vulkanologe. Und für die echten Energy-Enthusiasten gibt's den Squad-Vents-Kalender mit exklusiven Sorten, zwei Tabs und sogar Proben einer neuen Produktlinie. Aber Achtung, wie bei einem Vulkanausbruch zählt hier der Countdown. Je früher ihr zuschlagt, desto heißer der Deal. Der Probierkalender startet bei nur 39,99 und der Squad-Vents-Kalender bei 134,99. Aber nur bis zum 4. Oktober. Mit dem Code ASTRO5 bekommt ihr 5 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. Mit dem Code ASTRO gibt's außerdem 10% auf jede Bestellung. Also seid ihr bereit, auch im Dezember mit einem Energieschub zu starten, der heißer ist als ein Unterwasser-Caldera? Dann schnappt euch jetzt euren Holy Adventskalender. Die Apolaki-Caldera befindet sich auf dem Benham Plateau, auch bekannt als Philippine Rise, etwa 250 Kilometer östlich der Philippinen. Dieses Unterwasserplateau ist wirklich beeindruckend. Es hat eine Fläche von 130.000 Quadratkilometern. Das ist größer als England. Und mittendrin thront der Apolaki wie ein schlafender Riese. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie kann so ein Magmavulkan unentdeckt geblieben sein? Nun, die Antwort ist einfach, er liegt unter 2500 Metern Wasser. Stellt euch vor, ihr seid in einer großen schaumigen Whirlpool-Wanne und wollt dann am Grund der Wanne euren Kopfhörer suchen, der euch reingefallen ist. Von oben seht ihr nichts, ihr müsst schon selbst hinabtauchen, um die Kopfhörer wiederzufinden. So tief schlummert der Apolaki unter der Meeresoberfläche. Kein Wunder also, dass er bisher noch nicht wirklich erforscht wurde. Wir Menschen sind halt manchmal ein bisschen kurzsichtig, wenn es um die Ozeane geht. Wir haben mehr Karten vom Mars als vom Meeresboden der Erde.
Die Entdeckung von Apolaki war nur möglich dank moderner Technologie wie hochauflösenden Sonarsystemen. Es ist so ein bisschen, als hätten wir endlich die richtige Brille aufgesetzt, um die Geheimnisse des Meeresbodens zu lesen. Die Entdeckung von Apolaki wirft aber jetzt natürlich jede Menge Fragen auf. Wie ist dieser Gigant entstanden? Wann fand der letzte Ausbruch statt? Und vor allem, könnte er wieder aktiv werden? Um das zu verstehen, müssen wir eine Zeitreise machen, und zwar etwa 47 Millionen Jahre in die Vergangenheit. Damals, im Eozän, sah die Erde ganz anders aus. Wo heute der Pazifik ist, befand sich eine riesige Magmablase tief im Erdmantel. Das, was Geologen einen Hotspot nennen. Stellt euch vor, dieser Hotspot war wie ein riesiger Bunsenbrenner, der von unten gegen die Erdkruste drückt. Über Millionen von Jahren fraß sich die Magmablase durch die Kruste und schuf dabei das Benham-Plateau, quasi als wäre es eine gigantische Beule in der Erdoberfläche. Aber der Hotspot war nicht zufrieden damit, einfach nur ein Plateau zu erschaffen. Nein, er musste es natürlich übertreiben. In einer Serie von gewaltigen Ausbrüchen entstand die Apolaki-Caldera. Stellt euch das mal vor, Lavafontänen, die Kilometer hoch in den Himmel schießen, Aschewolken, die den Himmel verdunkeln und ein Feuerwerk, das selbst den besten Silvesterabend in den Schatten stellen würde. Die Forscher vermuten, dass sich unter Apolaki eine riesige flache Magmakammer befand, fast wie ein unterirdischer See aus geschmolzenem Gestein. Als diese Kammer sich leerte, kollabierte der darüberliegende Boden und bildete die gewaltige Caldera, die wir heute sehen. Aber der Apolaki war noch nicht fertig. Nach dem großen Kollaps folgte eine Phase der Wiederbelebung. In der Mitte der Caldera wölbte sich der Boden aufgrund von neuer Magma, die in die Kammer eindrang, wieder langsam nach oben und bildete einen sogenannten Resurgent Dome, quasi ein vulkanischer Pickel mitten im Krater. Diese Struktur ist typisch für die größten Calderen der Welt und zeigt, dass unter dem Apolaki immer noch magmatische Aktivität herrschte. Die Entdeckung des Apolaki wirft auch ein neues Licht auf die geologische Geschichte der Region. Das Benham-Plateau, auf dem Apolaki thront, ist nämlich nicht einfach nur ein Haufen Steine am Meeresboden. Es ist eine sogenannte Large Igneous Province oder LIP, quasi eine riesige Ansammlung von vulkanischem Gestein. LIPs entstehen, wenn massenhaft Magma an die Oberfläche tritt, oft in Verbindung mit der Entstehung neuer Ozeankrusten. Die Entstehung des Benham-Plateaus und der Apolaki-Caldera könnte also ein Schlüssel zum Verständnis der tektonischen Geschichte des westlichen Pazifiks sein. Es ist, als hätten wir ein riesiges Puzzleteil gefunden, das uns hilft, das Bild der Erdgeschichte zu vervollständigen. Aber jetzt zur Frage, die euch bestimmt alle umtreibt. Müssen wir uns Sorgen machen? Könnte der Apolaki wieder ausbrechen und uns alle in die Steinzeit zurückbomben? Die gute Nachricht: Der Apolaki ist wahrscheinlich erloschen. Sein letzter Ausbruch liegt Millionen von Jahren zurück. Die schlechte Nachricht: Wir wissen es nicht mit Sicherheit. Die Tiefsee ist immer noch eines der am wenigsten erforschten Gebiete unseres Planeten. Wer weiß, was dort unten noch alles schlummert. Vielleicht gibt es doch ja noch ein bisschen Magma unter dem Apolaki, das nur darauf wartet, nach oben zu sprudeln. Aber selbst wenn, ein Ausbruch in über 2500 Metern Tiefe wäre zwar spektakulär, aber vermutlich nicht bedrohlich für den gesamten Planeten. Das Wasser würde den größten Teil der Energie absorbieren, aber trotzdem rein hypothetisch, da der Vulkan eben unter Wasser liegt, könnte ein gewaltiger Ausbruch große Wassermassen verdrängen und Megatsunamis verursachen. Diese Wellen könnten enorme Höhen erreichen und die umliegenden Küstengebiete der Philippinen und der anderen Pazifik-Anrainerstaaten treffen. Die Zerstörung von Küsteninfrastrukturen und Städten wäre absolut verheerend. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr denkt. Könnte der Apolaki wirklich noch aktiv sein oder ist er sehr wahrscheinlich erloschen? Die Entdeckung des Apolaki ist daher ein absoluter Weckruf. Sie zeigt uns, wie wenig wir eigentlich über unseren eigenen Planeten und vor allem über unsere Ozeane wissen. Wir haben den Mond kartiert, Sonden zum Mars geschickt und Bilder von fernen Galaxien gemacht, aber direkt vor unserer Haustür in den Ozeanen gibt es noch so viel zu erkunden. Die Geschichte des Apolaki lehrt uns auch etwas über die Kraft der Wissenschaft. Es brauchte den scharfen Blick und die Hartnäckigkeit von Forschern wie Jenny Ann Barreto, um diesen schlafenden Riesen zu finden. Und wer weiß, was wir noch alles entdecken werden, wenn wir weiter so neugierig bleiben. Der Apolaki mag ein schlafender Vulkan sein, aber er hat definitiv das Feuer der wissenschaftlichen Neugier neu entfacht. Und vielleicht inspiriert diese Entdeckung ja eine neue Generation von Meeresforschern, Geologen und Vulkanologen. Vielleicht sitzt ja gerade jetzt jemand vor diesem Video und denkt sich, boah, ich will auch Calderen auf dem Meeresboden entdecken. Also Leute, das nächste Mal, wenn ihr am Strand steht und aufs Meer hinausblickt, denkt daran, da draußen unter der Oberfläche schlummern vielleicht noch mehr unentdeckte Riesen wie der Apolaki. Und wenn die ausbrechen, dann kann es zu absolut zerstörerischen Tsunamis kommen. Unter anderem befürchtet man das an der Westküste der USA, denn dort rumort es gewaltig in der Cascadia-Subduktionszone.
alles zur Gefahr von solchen Monster-Tsunamis. Habe ich euch im angezeigten Video erklärt. Klickt sehr gerne mal oben rechts, ist super spannend. Und um euch mit gesünderer Energie zu versorgen und euch den Rabatt zu sichern, klickt sehr gerne unten links und holt euch eure Portion Holy. Jede Bestellung hilft dem Kanal sehr. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute.